Prinzessin Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Maria, in dieser Hungersnot, wo wir
hilflos zuschauen mussten, ihre Kinder hungerten, und durch sein mutiges Eintreten die Bevölkerung mit Getreide versorgt wurde. Kinder freuen sich, wenn sie das Geschenk bekommen. Sie haben noch diese Haltung der Geschöpfe, Kinder Gottes. Gott möchte uns ständig schenken. Freuen wir uns darüber und leben wir unsere Kindschaft. Herr Jesus Christus, du bist voll Güte und Liebe. Herr, erbarme dich. Du Freund der Armen und Kleinen, Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Bereit, uns in aller Not zu helfen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich uns. Erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasst uns beten. Gott, du Spender alles Guten, hilf uns auf die Fürsprache des heiligen Nikolaus in aller Not und steh uns bei jeder Gefahr. Gib uns ein großmütiges Herz, damit wir anderen schenken, was wir empfangen, und den Weg des Heiles ungehindert gehen. Darum bitten wir, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet Jerusalem zu Herzen und verkündet der Stadt, dass ihr Frondienst zu Ende geht, dass ihre Schuld beglichen ist. Denn sie hat die volle Strafe erlitten von der Hand des Herrn für all ihre Sünden. Eine Stimme ruft: Bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste, baut in der Steppe eine ebene Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden, was hügelig ist, werde eben. Dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn, alle Sterblichen werden sie sehen. Ja, der Mund des Herrn hat gesprochen. Eine Stimme sagte: Verkünde. Ich fragte: Was soll ich verkünden? Alles Sterbliche ist wie Gras, und all seine Schönheit ist wie die Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, wenn der Atem des Herrn darüber weht. Wahrhaftig, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, doch das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Steig auf einen hohen Berg, Zion, du Boot in der Freude. Erheb deine Stimme mit Macht, Jerusalem, du Boot
Strafe hat und eines von ihnen sich verirrt, lässt er dann nicht die 99 auf den Bergen zurück und sucht das Verirrte? Und wenn er es findet, Amen, ich sage euch, er freut sich über dieses eine mehr als über die 99, die sich nicht verirrt hatten. So will auch euer himmlischer Vater nicht, dass einer von diesen Kleinen verloren geht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, wir heute in beiden Lesungen vom guten Hirten gehört haben, der seine Herde sammelt und ins gute Land führt oder der die verlorenen Schafe sucht und ihnen nachgeht. Und was das auch unser Bischof Nikolaus, denn der Bischof, der Hirte, bei ihm anvertrauten Gläubigen seines Volkes, einer Herde sozusagen, der als Hirte genau diese Funktionen hat, auf die gute Weide führen, das heißt, die Menschen zu speisen mit dem, was wir religiös anzubieten haben, dass man auch unser Herz, unsere Seele hungert. Zu speisen mit dieser Offenbarung, dass wir wirklich aus der Liebe Gottes existieren und diese Liebe auch ständig verfügbar haben. Deshalb nur die Frage ist, ob wir unser Herz gelernt haben, so zu öffnen und hinzuwenden, dass wir sie auch ständig erfahren. So wunderbar haben wir unsere Erstkommunion kennen, dieses Mal, dieses ewige Licht Gottes, das sich dann ausströmt, dieses Rot der Liebe und die kleinen Herzen rundherum, wo man genau das sehen kann. Wenn so ein kleines Herz offen ist, dann kann die Liebe durchströmen, hin zum Nächsten. Wenn eine Verschlossenheit da ist, dann kann die Liebe da nicht herein, die göttliche Liebe und auch nicht weiter. Also da sind wir alle aufgemuntert, diese Wirklichkeit zu leben, offenen Herzens, in der Liebe Gottes und diese auch weitergeben. Und der Bischof ist auch gerufen, seine Herde zu verteidigen gegen alle Irrlehre, alles, was die Menschen von diesem Glück Jesu wieder wegbringt. Alle Irrlichter, die gut ausschauen und so anscheinend mehr heilen und ein leichterer Weg aussieht, was sich aber immer als Lüge erweist. Denn es gibt nur eine Hilfe von Gott her, ein Heil von Gott her, das ist der Heiler, Christus selbst. Und da war der Bischof Nikolaus auch ganz klar. Da hat er sogar in Kauf genommen, dass er seine Bischofswürde verliert, wenn er nur ja die Leute darauf hinweist, wie es von Gott her gezeigt ist. Und er hat recht gehabt. Freuen wir uns über diesen mutigen, guten Hirten und freuen wir uns, dass uns in Jesus der Hirte geschenkt ist, der uns wirklich zu den ewigen Quellen und ins ewige, sichere Reich der Liebe Gottes führen kann. Freuen wir uns an dem Tag auch besonders. Über 13 Jahren durfte ich im Winzerdom die Diakonatsweihe empfangen. Und da waren sehr viele Kinder dabei, ganz ein Bus voll. Matthias hat mir eine Ikone vom heiligen Nikolaus geschenkt. Und dann sind wir mit dem Lied, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, den ganzen Dom getanzt. Die ganze Kinderschar hinten nach, bis der Bischof Maximilian, der mich geweiht hat, gekommen ist und mit Freude diese Kinderschar angeschaut hat. Ja, wir wollen unseren Kindern helfen, dass sie diese Freude finden und dass sie dann starke Erwachsene werden. Amen. Wollen wir durch den Mund der Kinder unsere vierten Mann von Gott aussprechen. In Jesus Christus ist Gottes Liebe unter uns Menschen sichtbar geworden. Zu ihm rufen wir. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, erhöre uns.
Hause durch sie deine Güte und Hilfe erfahre. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebe die Herzen. Und alles mit deinem Herrn. Lasset uns danken dem Herrn zum Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und am Fest des heiligen Nikolaus deine Größe zu rühmen. Sein Leben aus dem Glauben ist uns ein Vorbild. Die Botschaft seiner Predigt belehrt uns. Seine Fürbitte erwirkt uns Schutz und Hilfe durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, heilig, Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, mit dem seligen Josef.
durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zur wahren Kinder Gottes macht. So können wir beten. Vater,
Ich wünsche euch, dass